Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal sind wir in dem inneren Bahndepot stehen geblieben. Haben da erstmal alles gesäubert, was uns hätte in die Quere kommen können. Und haben auch durch den Aufseher die wichtigen Dokumente, die er in seinem Tresor versteckt hielt, gesichert. Ich dachte eben gerade, was gehört zu haben. Die Dokumente, die wir entwendet haben und an uns brachten, haben uns verraten, wohin denn die Bauteile verschifft werden hier von der Werft. Nach Alagra. Ziemlich weit weg. Glaube ich zumindest. Ich muss mir gerade jetzt hier nochmal, weil das schon wieder ein paar Tage her ist, wenn ich ehrlich sein soll, nochmal ins Gedächtnis rufen, was bleibt denn jetzt noch aus? Wir haben noch einen Brief in die Heimat, den wir finden müssen, und einen Abschiedsbrief. Einen letzten Dienstplan und zwei Steinadler sind noch übrig. Okay. Wir haben uns den ganzen Weg jetzt drumherum geleistet. Wir sind jetzt hier innen drin. Das einzige tatsächlich noch übrig gebliebene Areal, was wir nicht untersucht hatten, befindet sich hier. Eigentlich ziemlich nahe dem Einstiegspunkt für die Mission. Und genau das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und da wären wir nämlich auch schon. Und bevor wir da rausgehen, schaue ich hier nochmal nach. Hier selber gab es kein weiteres Dokument oder sonstiges. Auch hier hinten ist nichts. So, wenn wir da hinten rausgehen würden, kommen wir wieder auf die große Fläche in der Nähe des einen bzw. des ersten Suchscheinwerfers. Aber da wollen wir ja jetzt gerade nicht hin. Wir wollen uns das Gebiet mal ansehen. Und schaut mal, wer da ist. Offizier. Und er hat den letzten Dienstplan. Oberleutnant Herbert Ammann. Überspannt wegen der Diebstähle in der Werft. Glaubt, das organisierte Verbrechen hätte damit zu tun. Und er hat damit recht. Weil die Mafia macht hier wirklich krumme Dinger. Beziehungsweise positive tatsächlich in dem Sinne, weil sie der Wehrmacht nützliche Ressourcen entwendet. Und am liebsten würde ich hier die Lampe erstmal auswerfen, aber ich glaube, das könnte zu Problemen führen. Ja. Denkt er, er hätte da gerade was gesehen, oder? Okay. Mal ganz kurz geschaut. Ja, Stein ausrüsten. Also wir versuchen es einfach mal. Oder auch nicht. Fängt ja schon wieder gut an, ey. Ja, er hat uns tatsächlich gesehen. Alles klar. Das war's für den ersten. Ach, schaut mal an. Der letzte Abschiedsbrief. Sehr schön. Kugel oder Klinge? Er war weise, was das anging. Und ja,
Letzteres war der Fall. 1. August 43. Lieber Papa, dies ist mein Abschiedsbrief. Man sagte mir, ich solle einen schreiben. Ich halte das für eine gute Idee. Ich weiß, dass mich früher oder später eine feindliche Kugel oder Klinge treffen wird. Wir sehen uns im nächsten Leben, mein Papa. Johann. Ja. Johann war weise. Er wusste, es geht mit ihm zu Ende. Oder zumindest wusste er, dass er den Krieg nicht überleben würde. So, nur jetzt wird's auch interessant. Merken die anderen, dass wer fehlt? Weil Johann hatte vorhin sich nicht geäußert. Er hat nicht irgendwie, hä? Oder, was war das? Gesagt, so wie es die übrigen Leute taten. Aber anscheinend. Das war richtig scheiße. Das war besser. Hat er halt keinen Laut von sich gegeben. Sowas mag ich bei Sniper Elite 4 grundsätzlich nicht. Wenn irgendwann die Leute anfangen, gar nichts mehr zu sagen. Das war bei der letzten Aufnahme ja auch schon der Fall. Das waren die zwei oder drei letzten Leute in der Nähe der Gleise. Also, wo diese kleine Rampe runterging. Die haben sich ja auch nicht mehr miteinander unterhalten. Und sowas kann ich überhaupt nicht ab. Aber so wie es den Anschein hat. Also ich höre auf jeden Fall jemanden rumgehen. Nur sehen tue ich keinen. Den Kollegen hatten wir noch nicht markiert, also ist er auch neu. Da ist der Ober Wuli, der Offizier. Bleiben wir erstmal hier liegen. Wenn sich der Offizier wieder umdreht und der links von uns immer noch da stehen sollte. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir nämlich gleich den nächsten. Klar. Jeder normalerweise hätte das gehört. Soll uns aber nicht jucken. Einer weniger auf der Liste, um den wir uns kümmern müssen. Ach, okay, da ganz oben steht auch noch einer. Kann sein, dass es der gewesen ist, den wir hörten. Jetzt da lang geht, das ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ja nicht so geil. Den müssen wir schon vor einiger Zeit, wahrscheinlich ganz am Anfang sogar mal markiert hatten. Markiert haben, meine ich natürlich. Ach, guck mal an. Der ist aber neu. Gustav Lauritz sah Diebe aus dem Lager flüchten, stolperte jedoch bei deren Verfolgung. Verschwieg den Vorfall seinem Vorgesetzten gegenüber. Oh. Du, das ist auch gewagt, was du da gemacht hast, ne? Das kann gut gehen, aber falls nicht, dann hast du echt die Arschkarte gezogen.
Weißt du was, Oberoffizier? Ja, es ist wirklich so. Die Leute sagen nichts mehr. Ach Mann, ey. Das ärgert mich. Wieder einer weniger und auch dieses Mal wieder keiner hat's mitgekriegt. Sehr gut. Der letzte Dienstplan, operativer Überblick 13. Verantwortlicher Offizier Oberleutnant Herbert Ammann. Standort Untergrundbahnhof. Uhu. Abwesenheiten keine. Anweisungen des Offiziers. Der Untergrundbahnhof stellt einen möglichen Zugangspunkt zum Gleisareal dar. Außerdem befinden sich hier wichtige Dokumente. Ständige Patrouillen innerhalb des Bahnhofs sind vonnöten, mit besonderem Augenmerk auf die Waggons. Anmerkungen des Offiziers? Sicherstellen, dass Trupps über die Aufklärungsflugzeuge über Lorino in Kenntnis gesetzt werden. Ja, da sind wir ja hergekommen. Nee, Quatsch. Was war das? Das Viadukt von Rigelino. So, das war's. Aber Lorino, da sind wir jetzt gerade. Das klingt und hört sich auch alles gleich an. Ja, nur Aufklärungsflugzeuge habe ich hier noch keine gesehen. Okay, wir sind weit genug weg, sodass er uns da oben nicht sieht. Da sitzt noch jemand. Ich könnte schwören, aber gerade noch wen gesehen zu haben. Ha. Also den da ganz oben, den nehmen wir uns als letztes vor. Das ist... Ach, ja. Das ist klar. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Schade, jetzt konnte ich nicht mehr lesen. Was er hat. Hat er überhaupt irgendwas zu gebrauchen? Ferdinand Keitel. Jeden Abend um 19 Uhr vor der Kaserne mit einer Zigarette anzutreffen. Ja, vielleicht hat er ja einen Glimmstängel für uns. Aber wisst ihr was? Wer von euch beiden Hübschen kommt denn als allererstes? Der Stolperer oder der Zigarettenman? Ich glaube, es wird der Zigarettenman. Freut mich. Rauchen ist ungesund und Rauchen kann auch tödlich sein. Und deswegen, mein Freund, hörst du gleich auch damit auf. Schon mal von seiner Sucht befreit. Das ist auch schon mal was Gutes. Na, da oben können wir bei zweiten auch noch mal nachschauen. Warten wir mal ein Momentchen ab. Ja, die Lage scheint sich wieder zu entspannen, weil er da oben sich wieder aufrichtet. Genau. Gut, verstecken tun sie sich nicht mehr, aber umsichtig sind sie dennoch.
Wo ist jetzt der letzte? Da hinten, glaube ich, sehe ich ihn. Hinten links in der Ecke. Na, komm mal ran hier auf den Meter. Will er nicht. Schade. Gut, dann komme ich halt zu dir. Mhm. Ach, da ist er jetzt. Ich wollte gerade sagen. Das hat er gehört. Ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das funktionieren würde, wenn wir jetzt da hochklettern. Will ich erstmal abwarten. Kann ja immer noch sein, dass hier noch ein paar vereinzelte Leute rumstreunern. Na komm, umsichtig ist doch schön und gut, aber jetzt kann es auch wieder... Dein Gewehr senken. Entspann dich, Lars. Er bleibt da jetzt aber auch provokant stehen, ne? Wisst ihr was? Machen das jetzt einfach. Ob sich dann noch irgendwer einklingt, das werden wir dann sehen und hören. Aber in erster Linie sehen, weil hören wird ein bisschen schwer, wenn jeder hier mittlerweile sein Mundwerk hält. Ich hoffe mal, die Distanz reicht auch, ne? Jetzt gehen wir wieder nach ganz hinten. Flieg! Das wird notiert. Ein erfolgreicher Granatengeistkill ist markiert auf jeden Fall. Hier ist nichts weiter. Das heißt, wir hatten jetzt einen Dienstplan, das war der letzte, und auch den Abschiedsbrief, das war der letzte. Einen Brief in die Heimat, das ist das letzte Schriftstück, was uns jetzt noch fehlt. Leute. Guck mal, wer da ist. Er hat zwar nur einen Verbandskasten, aber das ist genauso jemand, den ich noch meine. Einer von den letzten übrig gebliebenen, der gar nichts von alledem mitbekommen hat. Macht aber nichts. Jeder kommt mal dran. Weg mit dir. Gut, hier können wir auch nichts aufsammeln. Von hier oben hatten wir unsere Reise in die Mission angetreten. Jetzt bin
bin ich auch auf dem richtigen Weg, ne? Genau, über den Weg, wo ich eigentlich erst hochklettern wollte, kommt man jetzt da nochmal hin. Gut, bewegen tut sich hier erstmal nichts. Tellamin oder ähnliches kann ich auch nirgendwo ausmachen. Nee. Aber so wie es aussieht. So wie es aussieht, war es das hier oben. Okay. Lasst mich mal ganz kurz schauen, was der Timer sagt. 7 Minuten noch gut auf der Uhr. Okay. Wir werden uns jetzt mal an einen Gegner ranwagen, der uns verhältnismäßig schnell wirklich außer Gefecht setzen könnte. Das rote Licht verrät es schon. Damals sind wir ja von da ganz hinten hier rüber geschlichen, über die ja von außen nach innen sozusagen in das Gebiet der Werft. Ist das kleine MG drin. Jetzt nichts wie weg hier. Auch das wird natürlich wieder als Sprengstoffkill markiert. Auch dieser Ringstand mit MG-Nest ist unbrauchbar gemacht worden. Und jetzt kann ich euch noch genüsslich, weil hier sowieso gerade nichts mehr rumläuft, mal zeigen, wo sich das letzte Dokument befindet. Und zwar nicht innen drin, wie man jetzt vermuten könnte. Nein. Schaut mal her. Wenn das nicht absichtlich beschissen platziert wurde, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt kann man es besser sehen, ne? So, der letzte Brief in die Heimat. Ordnung vom 15. Juli 43. Liebe Gisela, meine liebe Schwester, ich weiß, du kannst mich nicht verstehen, aber das wirst du irgendwann. Die Partisanen sind tief gespalten, politisch, religiös und so weiter. Die Faschisten sorgen seit 1922 für Ordnung in Italien. Das wollen wir auch in Zukunft. Orlando. Ja, ob das wirklich so ein Plan ist für die Ewigkeit? Alle Briefe sind damit abgeschlossen. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Das hat zwar jetzt hier auch schon was mit Backtracking wieder zu tun, aber die Mission ist noch nicht zu Ende. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. So, hier beim ersten Suchscheinwerfer. Ne? Mein Kumpel hat mir mal erzählt, am Gleisareal. Ich dachte immer, das wäre das Bahndepot, wo wir hergekommen sind, von innen. Aber nein, er meinte das hier, in der Nähe des Scheinwerfers. Und ja, es sind Güterwaggons, ja, es ist ein Gleisareal, wo nichts passiert. Verstehe ich, jetzt. Und hier, wenn ich ihn denn jetzt sehe, wenn ich ihn denn jetzt sehe,
soll sich der gute Kollege nämlich aufhalten, der Steinadler. Die Frage ist nur, wo. Ja, das war er auch nicht. Ha! Also ich hatte halt nur den Tipp bekommen, dass er hier sein soll, aber die Frage ist jetzt, wo genau ist er? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das ist er auch nicht. Wir machen es mal anders. Aber ich will jetzt nicht ganz so einen starken Zoom. Jetzt glaube ich, ihn gesehen zu haben. Da ist er. Er ist auch echt beschissen platziert, das muss man mal sagen, ey. Wie viele Meter waren das jetzt? 83, fast 83,5. Seitenwind von links. Aber der zweite Adler ist damit auch Geschichte. Schön unten theoretisch den Sockel weggefetzt. So. Das hätten wir auch. Also für die Leute, die selber die Mission mal gespielt haben wollen. Das Gleisareal ist wichtig. Wenn man den Anhaltspunkt mit dem ersten Suchscheinwerfer hat, wenn man von der Karte aus rechts anfängt, dann ist das tatsächlich sogar der erste, den man treffen könnte. Wir haben jetzt noch einen einzigen Gesellen beim Leuchtturm, den wir nur mit unserem Gewehr tatsächlich erreichen können. Bevor wir das aber machen, und das wird, wenn überhaupt, erst im nächsten oder gar übernächsten Part passieren, möchte ich jetzt schon mal anmerken, werden wir zwei Wege präparieren. Und zwar zum einen diesen Ausgang oder Eingang, je nachdem wie man es nehmen möchte. Kann ich mal markieren, hier unten. Und was auch noch wichtig werden wird, ist der Weg hier, in der Nähe von dem Typhus-Impfstoff. Also komplett auf der anderen Seite der Karte. Denn, das war mir nämlich auch ein wichtiges Anliegen, ihr könnt die Suchscheinwerfer zerstören, gar kein Problem. Aber sofern ihr eine der zwei Flak-Stellungen zerstören solltet, kommt Verstärkung. Und genau diese Verstärkung meine ich. Das sind nicht nur Infanteristen, die da rauskommen. Jeder dieser beiden Wege bringt auch einen Panzer mit sich. Und genau deswegen möchte ich hier jetzt schon mal an der Stelle, ich weiß, der Part ist gleich vorbei. Genau, weil jetzt bimmelt er nämlich gerade. Möchte ich wenigstens hier schon mal eine Tellermine platzieren fürs nächste Mal. Ich würde mal sagen, wir machen das hier unten. Weil dann hat man gute Ausweichmöglichkeiten, um den Panzer dann von hinten anzugreifen. So, wir brauchen auch nur eine einzige. Das Ding wird den Panzer zwar nicht zerstören, aber es wird wenigstens schon mal die Ketten absprengen. Und in dem Sinne, als Vorbereitung für den nächsten Part, würde ich schon mal sagen, wir machen genau an der Stelle weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Sniper Elite 4.